Ja, hallo, meine lieben Radsportfreunde. Heute geht's mal nach langer Zeit wieder eine Tour durchs Schlaubetal zum Redensee. Redensee ist ein kleiner See im Schlaubetal, wo ich als Kind mit meinen Eltern immer hingefahren bin. Das heißt, meine Eltern mit mir. Und da will ich heute mal über Mountainbike-Strecken, was mein Navi ansagt, über die Komoot-App, ob ich den da über diese Komoot-App erreiche, und das will ich mal ein bisschen bildtechnisch festhalten und das zeige ich damit. Okay, es geht los. So, ich weiß gar nicht, ob es zu sehen ist. Es ist hin und zurück sind es ungefähr 32 Kilometer. Den Weg kennen wir. Zunächst muss ich erstmal ein Stückchen am Scharwensee entlang fahren. Oh Gott, sind hier Wurzeln. Ja. Ach, heute ist herrliches Wetter. Wir haben so 22 Grad. Und ja, das macht einfach Spaß, hier wieder mal lang zu fahren. Bei nächster Möglichkeit rechts. Machen wir. Bei nächster Möglichkeit scharf rechts, danach umkehren. Ja, auch hier die vertrauten Bilder vom großen Treppelsee, nee, Quatsch, Hammersee, hier entlang zu fahren, ist immer wieder ein Genuss. Klasse hier. Jetzt links halten. Muss ich echt sagen, die Schraube hat hier viel Wasser im Gegensatz zum Scharwensee. Ja, immer wieder geil. Aber immer wieder geil hier lang zu fahren. Wahnsinn. Folge dem Weg 350 Meter. Ich hab ja, oh, hier steht sogar Wasser. Hier oben steht Wasser. Ich hab's noch nie. Letzten 20 Jahre kommt das hier. Na, vielleicht kriegt Scharwensee auch mal ein bisschen was ab. Hopp. Ja, also. Ja, ganz gefährlich. Pfahl in der Mitte. Ja, hier links von mir der große Treppelsee. Habe ich schon dutzende Male umrundet und ich weiß nicht, wie viele Videos auf YouTube schon gesetzt für die Tour. Jetzt geht's weiter. Die geht so schwer auf. Ich geht ja nicht vorbei. Ein langes Ding hier. Jetzt geht das wieder los. Fällt diese scheiß Tür immer wieder nach unten. So. Okay. Also Tür wieder ordnungsgemäß geschlossen. Ist schon richtig, dass diese Tür da ist. Das ist ja auch gegen. Ist ja gegen, Quatsch, die Tür verhindert das Eindringen von Wildschweinen, die hier in das Kerngebiet wollen, und das wollen wir ja nicht. Das Kerngebiet der afrikanischen Schweinepest. Hin und her, hier war keine Überfahrt, ich musste erst über die Bundesstraße fahren. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, der quer durchs Gelände geht. Also hier sieht man das Gewirre. Ich bin ja x-mal hoch und runter gefahren und der Weg lag genau auf der anderen Seite von der Bundesstraße. Musste wieder runter und den Berg wieder hoch und bin dann hier ins Gelände wieder rein. Und der geht dann direkt zum Redensee, oder zumindest erst nach Kossewitz.
Ja, schnell Brille gewechselt. Ich musste mal gucken, weil die andere Brille, die ich habe, ist ja nur, ja gut, das ist schon eine optische Brille, aber mit der kann ich die kleinen Nebenstraßen hier auf dem Navi nicht sehen. Und wenn man hier auf unbekanntem Terrain ist, hier bin ich auch noch nie lang gefahren, da sollte man öfter mal auf die Karte schauen, wo man sich hier befindet. Aber immer wieder herrlich, hier bei uns durch die Wälder zu fahren. Für mich ist das ein Genuss. Ja, die alten Straßen hier, die alten Forstwege zu benutzen, das ist immer ein bisschen mit Abenteuer verbunden. Aber das macht einen Riesenspaß. Ja, ab und zu liegt mal was. Muss man rumfahren auf der Straße. Gestürzte Bäume oder verfaulte Bäume. Hier wurde auch noch mal Holz gefällt. Oh, hier gibt es so viele Wege. Rechts und links. Aber das liegt schon länger hier. Tja, wieder ein Zaun. Ich muss jetzt hier geradeaus weiter. Aber Gott sei Dank kann man die aufmachen und wieder zu. Ach, hier ist er. Und dann kommt man da weiter. Okay. Mechanismus, muss man erstmal ein bisschen gucken. Ja, und hier die alten Weghinweiser. Oben geht's, ich muss ja nach Kossewitz, rechts geht's nach Bremsdorf. Da komme ich ja her. Und hier Mixdorf und Müllrose. Diese alten Wegweiser sind, weiß ich, 200 Jahre alt oder recht alt. Und hier noch so eine alte befestigte Kopfsteinpflasterstraße, die früher als normale Straße galt hier in diesem Gebiet vor 200 Jahren. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht hier, aber ich will das bloß noch mal ansprechen. Das ist ein wahres Straßennetz, was hier ringsrum in den Wäldern existiert, auch um diesen Seen herum. Wenn man mal hier links oder rechts, ich stehe genau mitten auf der Kreuzung und die gibt es hier zahlreiche. Kann man diese Wege auch nutzen. Und wenn man mal so sieht, und ich würde jetzt hier rechts fahren, würde man wieder auf die Bundesstraße kommen. Also hier, da. Verfahren kann man sich, glaube ich, nicht so richtig hier. Hier geht's nach Kieselwitz, zur Kieselwitzer Mühle. Rechts nach Dammdorf. Da werde ich nachher zurückfahren. Ich werde diesen Waldweg nicht mehr zurückfahren. Ich werde nachher eine andere Tour zurücknehmen. Aber jetzt muss ich erstmal hier lang. Also eins muss ich mal festhalten hier. Also so viele Kreuzungen, wie es hier in diesem Wald gibt, die gibt es in ganz Frankfurt-Oder nicht. Das ist unglaublich. Die Waldwege hier, kreuz und quer durch den Forst hier. Ja. Hier muss man ab und zu wirklich richtig aufs Navi schauen. Es gibt hier so viele Abbiegungen und Abzweigungen, die rechts und links von dem eigentlichen Weg abgehen, das eigentlich auch nur ein Nebenweg ist. Und
da muss man halt genau schauen und den richtigen Weg wählen. Aber ich bin hier gut unterwegs. Hier muss man aufpassen, loser Sand. Brennnesseln rechts und links. Unmöglich. Scheiße, brennt schon wieder an allen beiden Beinen. Jappa, dappa, du. Haben wir den richtigen Ausgang gefunden. Jetzt muss ich links. Ah, genau, das ist die Straße, die wir als Rennrad. Ah, jetzt einen Platten. Was ist denn los? Akku aus. Achso, ich bin hier rangekommen. War ja lustig, ich glaube, das Ding ist schon wieder aus, aber nee, alles gut. Ja, hier jetzt geht es. Links auf Kossewitz. Genau, jetzt sind wir an Kossewitz. Die Strecke kenne ich noch. Weil wir mit den mit den Rennrädern hier immer lang sind. Steht ja auch ein Fahrradzeichen dran. Alles gut. In 190 Metern leicht links auf Straße. Ruf zum grünen Kranz. Jetzt rechts auf UKW. Genau, jetzt müssen wir hier runter an den See. Alles gut. Ja, jetzt sind wir am Kossewitzer See angekommen. Das heißt, ich bin angekommen. Ja, der Kossewitzer See, ein herrlicher Natursee hier. Wenn man hier mal rauf geht und ich kann mal hier so rüber schwenken. Ich muss natürlich gegen das Licht schwenken. Aber lange nicht so schön sauber und so klar wie der Scharwenzsee. Das muss ich mal sagen. Kommst du jetzt hierher? Verfluchte Scheiße. Was gibst denn du immer um? Ich muss jetzt mal ein Päuschen machen, ein bisschen Wasser trinken. Ja. Ja, hier vom Kossewitzer See werde ich weiterfahren im Gelände nach zum Redensee. Das geht dann dementsprechend hier am See lang. Ganz herrliche Ecke. Das werde ich jetzt machen. Meine Sonnenbrille konnte ich noch nicht aufsetzen, da manche Wege und Pfade hier so schlecht zu erkennen sind. Aber es ist wirklich von Vorteil, wenn man da einen besseren Durchblick hat. Okay, bis gleich. So, meine Güte. Dazu geht es hier ganz steil nach oben. Dann gibt es x Nebenstraßen, die quer durch den Wald gehen. Und da muss man höllisch aufpassen hier, dass man hier nicht verkehrt fährt. Herrlich hier. Oh. Die schönen Wiesen hier, die blühen jetzt ab, beziehungsweise ja, es wird langsam Herbst. Ach, herrlich. Ja, hier am Wegesrand
stehen Pilze. Das sind die sogenannten Schirmpilze. Könnte man eigentlich mitnehmen jetzt. Die sind essbar. Kann man so flach wie die sind panieren und in die Pfanne hauen. Aber ich kriege die jetzt nicht weg hier. Da freuen sich die Nächsten, die hier vorbeikommen. Da hinten stehen noch zwei große. Okay, weiter geht's. Sonst wird es dunkel, wenn ich nach Hause komme. Geht's ja mal einen richtigen Berg hoch. Boah, na Luna. Meine Fresse. Oh, jetzt geht's wieder runter. Bei nächster Möglichkeit links. Hoffe ich doch. So, meine Freundin sagt hier, ich muss jetzt hier links abfahren. Aber, naja, gut, dann werden wir es machen. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Jesus Maria. Hier soll ich lang fahren. Ist er verrückt geworden? Mal sehen, wie ich hier auskomme hier. Ja, ja. Folge dem Weg 950 Meter. 950 Meter. Nein, mit Nacht mache ich. 950 Meter werde ich hier lang fahren. Also Abenteuer pur hier. Oh, so liebe ich das. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, ist denn jetzt hier das los? Ja. Ja. Meine Fresse. Mein Navi muss ich nachher noch mal erstmal ein bisschen aufladen. Hier muss ich erstmal durch. Ohne Navi wäre es hier total aufgeschmissen. Hier hättest du keine Chance gehabt hier. Ehrlich. Wirklich. Also wenn die App ist Gold wert hier. Kuhmut. Hier drüben ist ein Acker. Aber ich muss jetzt hier links lang. Junge, Junge, Junge. Das ist aber wirklich Abenteuer. Pur. Gott. Das ist eine Abenteuertour. Meine Beine, die brennen wie Feuer. Alles mit Brennnesseln. Hier. Die sind richtig. Wo geht das hier lang? Hier lang? Hier oben lang? Ich weiß es nicht.
Bei nächster Möglichkeit links. Ist die Straße links? Verkehrt rum. Ich muss doch hier hoch. Geht das wieder los? Warte mal, hier runter. Ich muss hier hoch. Jetzt rechts auf Weg. Oh Gott, ist das ein Irrweg. Aber ich möchte meinen, folge dem Weg 200 Meter. Dass diesen Weg hier, es gibt ja bloß diesen einen Weg hier runter an diesen Redensee. Ach du Scheiß. Ich will aber dahin. Verflucht. Der Scheiße hier. Lieber. Der ist ja umgefallen, einer von der Arena. Oder hat einer umgesägt. Ja, ich bin gleich da unten, aber da gibt es noch einen anderen Weg hoch. Den werde ich nachher fahren. Und ich fahre auf alle Fälle nicht mehr diese Straße, diesen Weg zurück. Ich habe ja die Tour hin und zurück eingeplant. Aber das mache ich nicht. Ich fahre aber nicht. Ah, yes! Ich kann mich erinnern. Genau. Ich kann mich ganz genau erinnern. Hier ist es das hier noch. Mann, guck mal, hier nur wieder lang. In 40 Metern umkehren und Singli-Trail folgen. Genau. So, Ziel erreicht. Okay. So, Ziel erreicht, am Redensee, wie gesagt, Grillen nicht erlaubt, aber Ziel erreicht, da kann ich mich genau erinnern, noch hier, als Kind. Hallo. Redensee. Ja. Den Redensee habe ich nach 60 Jahren, muss man sich mal vorstellen, wieder mal gefunden hier. So lange war ich nicht mehr hier. Diese Treppe, daran kann ich mich noch erinnern. Bin mal hochgerannt mit meiner Cousine hier. Dunkel hier im Wald. Ja, hier diese Gegend, das soll man nicht glauben, aber ich war damals vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Da sind meine Eltern immer zum Redensee gefahren, weil der Wasser klares Wasser hatte. Und wir haben dann hier mit meiner Cousine, da gibt es jetzt Bilder, also da gab es Bilder, die werde ich mal raussuchen, sind wir hier immer die Berge hoch und runter und haben da, ja, für sich Erkundungstouren gemacht. Dieser Weg, der führt auch um diesen ganzen Redensee rum. Ich weiß nicht, ob ich den noch heute schaffe. Heute jetzt ist es um 6. Ja. Mit
wachsender Begeisterung sind wir hier die Hänge hoch und runter und haben Bergsteiger gespielt. Und das war eine lustige Sache. Aber dass ich die Ecke hier wieder finde, das finde ich grandios. Ja, also kaum zu glauben, aber wahr. Hier ist dieser Redensee. Meine Eltern haben mit uns hier immer wieder diesen See besucht. Kann mich ganz genau erinnern. Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Nur diese Stellen, die gab es nicht, diese Ausspülung gab es nicht. Aber ich kann mich erinnern, wie wir hier an dieser Ecke hier, das war alles gar nicht so ausgespült. Das muss hier runterschießen, das Wasser von dort oben. Dass wir mit dem Auto immer hier runtergefahren sind. Und ja, wie gesagt, hier diesen Redensee öfters besucht haben. Und hier an diesem See, ja, so am Sonntag oder am Samstag mit unseren Verwandten rausgefahren sind. Wir waren hier baden. Wir haben hier, ja, Grillen war damals noch nicht so groß angesagt. Aber man hatte eben dann eine Kaffeekanne mitgehabt, ein Tischchen ausgeräumt. Man hat hier gesessen und war dann dementsprechend hier unten baden. So war das. Und daran kann ich mich ganz genau erinnern, als Kind mit 6 Jahren. Ich suche mal ein paar Bilder raus. Mal sehen, vielleicht finde ich die. So, ich werde diesen historischen Ort wieder verlassen. Ja, ich muss wieder hier hoch. So, jetzt geht es aber wieder Bundesstraße entlang. Ja, wieder auf bewährter Straße fahre ich jetzt, sag ich mal, auf dem schnellsten Weg wieder zurück nach Scharnsdorf. Es war eine sehr schöne Tour quer durchs Schlaubetal wieder mal. Für mich gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Und ein Stückchen ist es ja auch noch bis nach Hause in den Scharnsdorfer Wald.